Ja, vielleicht, bevor ich zu dem Bericht in unserer Arbeitsgruppe komme, möchte ich doch mal eine Vorbemerkung machen. Ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir das Konzept, wenn es denn beschlossen sein wird, was ich mal annehme im Dezember im Parteivorstand, nicht interpretieren als die Lösung aller Probleme und vor allen Dingen nicht als den Zustand, dass die Partei jetzt ab diesem Zeitpunkt eine feministische Partei geworden ist. Weil ich befürchte, dass wenn wir das Konzept mit allen Verabschiedungswegen durchhaben, dass ein, auch sehr leicht ein Aushängeschild sein kann, nach dem Motto, na, guck mal, wir haben ein Konzept für Geschlechtergerechtigkeit beschlossen, wir in der Linken, wir haben das schon alles, was ihr anderen nicht habt. Und damit ist das Thema gegessen. Also ich denke, das sollte uns erstmal klar sein und wir sollten auch dieses Konzept so anwenden, dass es für uns eine Arbeitsgrundlage ist. Was ist es? Also es ist eins auf jeden Fall, es ist ein Versuch und ich glaube auch ein Weg, die Räume und die Präsenz von Frauen in der Partei zu verstärken und zu sichern. Das nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und wenn ich die Geschichte angucke dieses Papiers, auch der Name ist ein bisschen, zeigt, wie schwer wir uns damit tun. Dieser Vorschlag, dass wir uns so ein Konzept schaffen, ist eingebracht worden von mir und einigen anderen Frauen am 25. April im letzten Jahr in den Parteivorstand. Da haben wir mit anderen Forderungen gesagt, wir müssen an der Stelle was tun, um die frauenpolitische Kompetenz und auch den Feminismus in dieser Partei sichtbar zu machen. Wir müssen einfach Schritte erledigen, dass wir da Arbeitsformen schaffen und Wege schaffen, auch da mehr hinzubekommen. Da haben wir unter anderem gesagt, wir möchten einmal eine Arbeitsgruppe einrichten, die sich damit beschäftigt, wie wir denn die Diskussion über die Strukturen der Frauen in dieser Partei anlegen. Das ist das, was auch in der anderen Arbeitsgruppe passiert ist. Dann haben wir gesagt, wir brauchen also dringend auch ein Konzept. Damals haben wir das noch für Frauenförderung oder zur Herstellung von Gleichberechtigung oder so ähnlich genannt. So steht es in dem Antrag drin, genau. Ja, und dann gab es noch so eine kleine Forderung, ja, wir möchten vor allen Dingen auch, dass mehr an Bildungsmaßnahmen in der Partei stattfindet für diejenigen, die in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, weil die Außendarstellung der Partei ist halt nicht so, dass Frauen sich angesprochen fühlen. Also das waren so ganz waren so wichtige Punkte. Und ein vierter Punkt, genau, der war mir eigentlich auch sehr wichtig, da ging es darum, dass wir uns mehr Ressourcen in der Partei erkämpfen und sicherstellen. Und dazu gab es einen Vorschlag, also auch die Einrichtung eines eigenen Bereichs mit eigenem Budget und so weiter. Da stellte sich aber raus, dass speziell dieser Punkt bei uns selber noch so umstritten war, dass wir den auch gar nicht mehr hinterher im Parteivorstand zur Abstimmung gebracht haben. Aber was auf den Weg gebracht worden ist, und ich glaube, das ist sehr gut, das ist, dass wir über die Strukturfragen debattieren und dass wir jetzt, und ich glaube, da hat an dieser Stelle auch die haben die Frauen, die sich hier um das Konzept bemüht haben, auch eine Menge Vorarbeit geleistet, dass die jetzt was auf dem Tisch liegen haben, was auch verabschiedungsreif ist. Ja, das Konzept zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in der Linken, ein sperriger Name, auch da Anregung hier in die große Runde, wem ein besserer Begriff einfällt, wir sind da alle nicht so richtig glücklich drüber, bitte kommt einfach mit diesen Vorschlägen, wir können ja morgen, wenn noch Vorschläge da sind, die auch bekannt geben. Wir werden das Ding verabschieden. Ich habe es eben schon gesagt, wahrscheinlich im Dezember. Bis dahin können wir über den Namen noch ein bisschen nachgrübeln. Die Inhalte liegen, glaube ich, inzwischen doch recht fest. Ihr habt das Papier alle bekommen in euren Unterlagen. Es besteht insgesamt aus vier Teilen. Ein Teil ist eine Bestandsaufnahme über die Situation der Frauen in der Partei. Da werden verschiedene Fragen gestellt und beantwortet, wie verändert sich der Frauenanteil zurzeit, wie ist das bei den Eintritten, wie sind wir in den Gremien vertreten und so weiter und so fort. Und wenn ihr die Zahlen durchseht, dann kommt da doch ein recht düsteres Bild raus. Im Moment ist es ja so, dass bei den Neueintritten die Zahl der Frauen deutlich geringer ist als bei den Männern. Wir haben im letzten Jahr nur 26,62%
Anteil Frauen bei den neuen Antritten gehabt, was auch dazu führt, dass der Frauenanteil innerhalb der Linken kontinuierlich sinkt. Dazu kommt noch, und das ist eigentlich genauso dramatisch, wenn man sich die Altersgruppen anguckt, wo die Frauen noch vertreten sind und wo auch großer Anteil von Frauen da sind, dann sind das vor allen Dingen ältere Frauen. Die beiden größten Blöcke, wir haben hier Alterssäulen auch auf, vorgelegt bekommen, die beiden größten Blöcke sind Frauen in den Altersgruppen 71 bis 80 Jahre und 81 Jahre und älter. Und da kann man überhaupt nichts dran tun. Also ab einem gewissen Alter blüht uns allen, dass wir auch mal irgendwann nicht mehr da sind. Und deshalb ist zu erwarten, dass bei der derzeitigen Mitgliederbewegung der Frauenanteil noch weiter absinken wird, wenn wir nichts tun. Und das Konzept, was wir jetzt hier vorliegen haben, ist auch der Versuch, uns Frauen erstmal in der Partei so viel Raum zu geben, dass wir auch ein entsprechendes frauenpolitisches und feministisches Profil entwickeln können, was auch draußen sichtbar wahrgenommen wird und die Partei attraktiv macht zur Mitarbeit. Ja, Konsens war in der Gruppe, dass wir es insgesamt sehr gut finden, dass wir so etwas jetzt haben. Wir haben uns auch die einzelnen Maßnahmen und Ziele nochmal angesehen, haben an einigen Stellen vertieft diskutiert, zum Beispiel über die Frage der Quote, wie wichtig ist uns die, muss sie sogar verschärft werden, war bei uns ja auch ein Diskussionspunkt, zumal aus NRW ein Antrag zur Satzungsänderung vorliegt, nämlich die 25% Ausnahmeklausel ganz zu streichen. Das lässt sich in diesem Konzept erstmal so gar nicht umsetzen, weil die Satzung ist noch so, wie sie ist. Und deshalb haben wir, glaube ich, eine sehr weise Formulierung an einer Stelle. Ich suche sie mal gerade, weil wir wissen, ihr wisst alle, insbesondere auf Kreisebene ist es ja oft so, dass die Quote überhaupt nicht eingehalten wird, dass nicht die 50%-Quote in den Vorständen erreicht wird und die Ausnahmeklausel noch recht breit interpretiert wird, wie man sie auslegen mag. Und wir haben nach einer längeren Diskussion gesagt, wir möchten natürlich, dass die Quote überall gilt, aber wir wollen ein Zwischenziel haben, nämlich dass in 2 Jahren die Zahl der Vorstände, die nicht die 50%-Quote haben, auf 15%, was glaube ich, gesenkt wird. Ja, noch eins, wir möchten euch bitten, weil das von dieser Konferenz insgesamt ein Votum ausgeht, dass wir dieses Konzept unterstützen, dass der Parteivorstand das im Dezember auch beschließen möge und dass vor allen Dingen auch bei der Umsetzung die dazu erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden. Weil wenn man das Konzept ernst nimmt und sagt, wir müssen es begleiten, wir müssen es auswirken, wir müssen Maßnahmen dazu begleitend auf den Weg schieben, dann kostet das natürlich Geld. Und dann kann es nicht sein, dass für jede einzelne Maßnahme hinterher einzelne Anträge gestellt werden, weil dann scheitert das. Und deswegen muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass das, was hiermit verbunden wird, auch mit entsprechenden Finanzen und möglicherweise auch mit Personal unterlegt wird. Des Weiteren, das ist ein Appell an euch, im Konzept steht ja auch drin, dass das, was wir hier machen, für die Bundesebene beschlossen wird, dass aber auf der anderen Seite die Länder entsprechende Konzepte für ihre eigenen Bereiche und für ihre Ebene anlegen sollen. Die können teilweise sehr unterschiedlich ausfallen. Wir hatten zum Beispiel die Diskussion, wie ist das in Bayern? Da geht das mit aufgrund der Wahlordnung bei der Frage der Quotierung der Kandidaten, Kandidatinnenlisten nicht so aus, wenn wir ordentlich quotieren, dass der Wähler das mitmacht. Der kann das nämlich umschmeißen alles. Und ich glaube, waren das die Bremer oder Hamburger? Da wurde das, also Hamburg war es, glaube ich, auch so erledigt. Das heißt, wir haben nochmal einen besonderen Bedarf, auch in den Ländern aufgrund länderspezifischer Voraussetzungen genau hinzugucken, wie könnten denn da entsprechende Konzepte vor Ort aussehen. Gut, also das wäre jetzt einfach der letzte Appell nochmal. Unterstützt bitte jetzt hier auch dieses von uns nochmal durchdiskutierte und mit einigen Änderungen versehene Konzept und setzt es dann auch bitte bei euch entsprechend um und werbt dafür und erfüllt es dann mit Leben. Dankeschön. Ja, ich sehe, da gibt es jetzt schon eine ganze Reihe Wortmeldungen. Fangen wir mal hier vorne an. Christel, bitte. Ja, vielleicht habe ich es überhört, aber eure Debatte hat doch sicher den Zusammenhang.
Vielleicht habe ich es überhört, Ulrike, aber eure Debatte hat doch sicher den Zusammenhang zur Arbeitsgruppe 5 auch berührt. Also diese heikle Geschichte nach den Strukturen, nach denen seit etwa 3 oder 4 Jahren immer wieder mit neuen Ansätzen berührten Fragen und Debatten, welche frauenautonome Struktur oder welche andere Frauenstruktur haben wir. Das gehörte doch zusammen, denn für die Realisierung des Konzepts zur Geschlechtergerechtigkeit ist natürlich eine solche Sache, dass wir in der Partei ein Netzwerk feministischer, autonom arbeitender Frauengruppen ungeheuer wichtig. Das wäre ja Instrument und Platz. Bin ich verstanden? Habt ihr in eurer Debatte zu der Arbeitsgruppe 5 den Zusammenhang gehabt? Also wir haben nicht gesagt, wir haben jetzt Bogen zur Arbeitsgruppe 5 zu schlagen. Was wir schon diskutiert haben, ist die Notwendigkeit, dass es mehr Vernetzung unter den Frauen geben muss, dass die Informationen einfach auch besser weitergegeben werden können. Und wir haben natürlich auch gesagt, dass auch vor Ort mehr aufgebaut werden muss, damit Frauen auch Anlaufstellen haben, wo sie sich aufgehoben finden und wo sie auch arbeiten wollen. Aber die wir haben jetzt nicht die große Strukturfrage mit eingebaut. Aber die vorhandenen Frauengruppen sind natürlich ein Instrument und sind Körper, in denen das natürlich auch realisiert wird. So wird es sicher gesehen auch von euch, ja? Ja, sie sind nur nicht überall da, das ist das Problem. Hm, gut, ja. Jetzt noch zwei, also Mariana und dann gleich in der Mitte. Ich möchte das Konzept gerne ganz stark unterstützen und dafür werben, dass wir es verabschieden. Ich habe aber ein Problem mit dem, was du gesagt hast, dass ihr euch darauf verständigt habt, dass wir sowas wie einen Appell machen, dass alle Kreisvorstände in den nächsten 2 Jahren, dass die Zahl auf 15% zurückzudrängen ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich im Moment hoffe, dass es nicht so ist, dann hätten wir da sowas drin nach dem St. Florians-Prinzip. Und jeder Kreisverband, der betroffen ist, wird sich denken, das sollen mal die anderen besser machen. Ich kann es halt nicht besser. Also da kommen wir keinen Schritt weiter mit. Ich bin keine NRW-Frau, aber ich bin dringend für diesen Antrag der NRW-Frauen, weil ich denke, wir müssen diese 25% Klausel auf Kreisebene abschaffen. Weil nur so kriegen wir die Männer in den Kreisverbänden, die völlig männlich dominiert sind, dazu, da endlich was zu machen. Das gibt dann immer noch Schlupflöcher. Ja, dann macht man nämlich einen Kreisvorstand, der aus 10 besteht und lässt 5 Frauenplätze frei, dann können die 5 gerne tun und lassen, was sie wollen. Ich finde, das reicht gerade noch aus, um das Patriarchat aufrechtzuerhalten. Von daher sind wir noch nicht patriarchats- und systemgefährdend, wenn wir fordern, dass wir diese 25% abschaffen. Also, direkt darauf antworten. Wir haben an 2 Stellen etwas diskutiert, was nur möglich ist, wenn eine Satzungsänderung vorher schon beschlossen worden ist. Das eine war die Frage, sollen wir nicht in allen Ländern, auch dort, wo wir im Moment nur einzelne Vorsitzende haben, in der Tat auch nur vorsitzende Männer, wollen wir nicht in allen Landesverbänden Doppelspitzen haben? Ja, war also etwas, wo wir gesagt haben, hätten wir gerne, und das andere war, natürlich wollen wir die Quote und wir möchten sie auch 100% richtig umgesetzt haben. Aber wir haben in der Zeit, im Moment, eine Satzung, die sagt, es gibt die 25% Ausnahmeklausel. Wir haben auch keine Satzung auf Landesebene, die überall die Doppelspitzen wollen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, zu sagen, wir machen so etwas mit empfehlendem Charakter für die Landesverbände, dass wir Doppelspitzen vorschlagen. Und wir formulieren den Text, der jetzt bei euch noch in der Fassung so ist, dass halt nur drin steht: Kreisverbände lassen nur dort die Gründung von Ortsverbänden zu, wo der Frauenanteil des zukünftigen Orts. Quatsch, das ist er ja gar nicht. Mit einem ganz anderen. Der war bei den Zielen. Das war bei den Zielen, Punkt 2.3. Da steht noch drin, die Quote der unquotierten Kreisvorstände soll auf maximal 15% reduziert werden in eurer Fassung. Wir haben das erstmal sprachlich verbessert. Der Anteil der unquotierten Kreisvorstände soll auf maximal 15% reduziert werden. Und davor kommt der Satz,
Jetzt habe ich ihn nicht genau im Wortlaut, vielleicht können mir die anderen noch helfen. Wir haben also gesagt, wir erwarten, dass die Quote umgesetzt wird, und zwar in voller Höhe. Und bis dahin, auf dem Weg dahin, soll der Anteil der unquotierten Kreisvorstände bis 2012 auf 15% reduziert werden. So, das war dann die Lösung, wo wir meinen, dass sie sowohl auf der bestehenden Satzung geht, aber unseren Willen auch recht unmissverständlich klar macht. Einen Augenblick bitte, ich habe eine Bitte an euch. Also wir sind hier vom Podium auf dem Podium ziemlich stark beleuchtet und geblendet. Ihr sitzt mittlerweile fast im Dunkeln. Ich muss mal sagen, ich sehe fast gar nichts von euch. Und da sich ja zu viele gemeldet haben, bitte ich darum, dass ihr euch doch ans Mikrofon anstellt, weil ich sonst einfach die Reihenfolge der Wortmeldung auch nicht mehr bekomme. Kann man auch, vielleicht könnte jemand ein bisschen Licht, es werde Licht. Okay, kann es weitergehen oder wollen wir erst warten, bis ihr ein bisschen im Schatten sitzt? Okay, ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass mir und eben auch dem Bundesausschuss, in dem ich auch bin, sehr gelegen ist, dass dieses Konzept hier von der Bundesfrauenkonferenz gezielt nochmal unterstützt wird und dem auch also Ausdruck verliehen wird, aktiv, weil nämlich beim Bundesausschuss auch in dieser Richtung ein Entschluss gefasst worden ist. Es ist dort nicht wirklich eine umfangreiche Diskussion gelaufen, aber es ist doch so gewesen, dass wir dieses Mal zwei Tage hatten im Bundesausschuss und am zweiten Tag der volle Vormittag genommen worden ist, um über dieses Konzept zu diskutieren. Wir hatten im Präsidium überlegt, dass wir nicht einfach nur jetzt den Appell oder die Aussage vom Stapel lassen wollten. Wir finden das Konzept einen Schritt in die richtige Richtung und dann akzeptieren wir das so und das soll überall hin, sondern wir haben uns zusammengesetzt vorher und haben mehrere Punkte erarbeitet, die sozusagen zu Essentials werden sollten, hinter denen dann auch der Bundesausschuss stehen sollte. Dann stellte sich heraus, also das hatten Falk, Neubert und ich vorbereitet und am anderen Tag, als die Diskussion dann war, kamen dann noch Bärbel und Ulrike auch, glaube ich, die hatten sich auch hingesetzt, hatten das nochmal durchgearbeitet und dann haben wir nochmal eine gemeinsame Arbeitsgruppe gemacht und da sind, denke ich, also 11 wirklich gute Punkte bei rausgekommen, die wir als Bundesausschuss verabschiedet haben, wo unter anderem eben, ich habe jetzt also den Wortlaut nicht im Kopf, aber unter anderem eben auch drin steht oder gesagt wird, dass wir an der Quote nicht rütteln lassen wollen, wo zum Beispiel auch gesagt wird, dass die Männer mit ins Boot genommen werden müssen, was die Fortbildungsveranstaltungen anbetrifft, wo auch drin steht, dass Finanzen für diesen ganzen Bereich Fortbildung und so weiter zur Verfügung gestellt werden soll und wo eben auch der Bundesausschuss und die sämtlichen Mitglieder, da sitzen ja bundesweit aus allen Verbänden Menschen drin, Delegierte drin, dass die sich verpflichten, und das haben sie dann auch getan, eben die Diskussion über das Konzept in sämtliche Bereiche, in sämtliche Länder und Regionen zu tragen und auch an der Basis eben zu diskutieren. Und das soll dann auch, das ist dann auch verabschiedet worden und da haben sie zumindest alle auch ihren Finger gehoben, das soll dann auch bei der nächsten Bundesausschusssitzung abgefragt werden. Das heißt, der Appell von mir jetzt hier nochmal an euch, fordert es ein, verlangt es von euren Delegierten, die im Bundesausschuss sind, auch, wenn es sein muss, aber überhaupt eben, dass dieses Konzept in allen Gliederungen, vor allen Dingen auch an der Basis diskutiert wird, weil auch bei der Diskussion, die wir hatten, hat sich gezeigt, dass je höher, also sozusagen die Parteiebene ist, desto eher kommt die Quote auch zur Wirkung, desto eher kann man also wirklich auch von einer gleichberechtigten Diskussion sprechen oder irgendwas in der Art. Je tiefer oder je weiter man und Frau an die Basis kommt, also an die Einstiegsorte sozusagen, desto schwieriger ist es mit der Quote und mit der Diskussion. Erstens nicht die Diskussion der Arbeitsgruppe zu wiederholen, darauf hatten wir uns vorhin verständigt, und die Redebeiträge und Wortbeiträge ein bisschen kürzer zu halten. Danke.
Stefan Rölzer aus Sachsen. Ich wollte einfach nur noch mal kurz auf diese 15% eingehen, weil sie ja hier auch einfach noch mal angesprochen wurden. Es geht nicht darum, irgendwelche Freifahrtscheine oder besonders niedrige Ziele sich zu stecken. Wir gehen im Moment von einer Situation aus, wo 2/3 der Vorstände entgegen der Satzung, die Satzung gibt das schon jetzt nicht her, nicht quotiert sind. Und in den nächsten 2 Jahren möchten wir als realistisches Ziel, was wir tatsächlich anstreben und bis dahin umgesetzt haben möchten, diese 2/3 auf 15% abgesenkt haben. Das ist sozusagen für keinen Kreisverband irgendein Freifahrtschein oder sozusagen mindere Anstrengung. Das Problem ist einfach, wir können ja nicht sagen, okay, ihr haltet die Satzung ein, wir kommen jetzt zu euch und ja, was? Das Problem ist, dass wir dort sozusagen keine Sanktionsmöglichkeiten haben und uns auch nicht übernehmen sollten, indem wir uns Ziele stecken, die wir dann sozusagen nicht umsetzen können. Ich halte das für ein sehr ambitioniertes Ziel, was jede und jeden fordert, dort aktiv zu werden, um das zu erreichen. Und bis 2014 schaffen wir es dann vielleicht, das auf Null zu bekommen. Ja, Monika Dahl aus NRW. Ich möchte 2 Punkten was sagen, nämlich zu dem Antrag aus NRW. Allein, dass es einen Antrag gibt, hat schon dazu geführt, dass etliche Kreisverbände sich jetzt für die nächsten Wahlen überlegen, Mensch, wir müssen Frauen suchen. Was machen die, wenn jetzt rauskommt? Die machen doch keinen Antrag, das steht in einem Appell, in einem Konzept, was die Frauen dann irgendwann diskutieren. Ich finde, das ist ein Riesenrückschritt, das sollten wir uns gar nicht gefallen lassen. Also deshalb stehe ich zu dem Antrag aus NRW und das ist wirklich das Einzige, was die Jungs packt, nämlich wenn was in der Satzung steht. Das machen sie auf jeden Parteitag. Ja, machen wir jeden Parteitag die Satzung immer vorschreiben da sollten wir einfach unser Recht auch nutzen. Das andere ist die Charmoffensive. Also dieser Begriff, der passt für mich überhaupt nicht da rein, dass wir mit einer Charme, also nicht die Charme, sondern Charmoffensive für... Ja, es ist aber der Charme gemeint, also für unser Konzept werben. Das passt für mich sprachlich überhaupt nicht. Ich weiß, was gemeint ist. Ich möchte gerne, dass die Leute es gut finden, es positiv finden. Aber wir müssen ja auch sehr kämpferisch auftreten. Ich verbinde mit Charme das, was wir eigentlich überhaupt nicht mit Weiblichkeit verbinden, nämlich irgendwie lange Beine und viel Make-up oder was. Ich bitte wirklich für eine Umformulierung. Und es hat auch für mich so ein bisschen, es ist die Sprache des Neoliberalismus, der Wirtschafts-, der Werbefirmen, es passt hier einfach nicht. Und es hat auch bei uns, bei dieser Diskussion im NRW, sehr viel für Unmut gesorgt. Also ich verstehe, was gemeint ist, aber bitte formuliert es doch anders. Also. Ich bin Claudia Bode. So unterschiedlich sind die Assoziationen. Wir hatten uns jetzt in der Arbeitsgruppe dazu verständigt, zu dem Begriff Charmoffensive zumindest einmal Erläuterungen dazu zu geben, was damit gemeint ist. Es geht in der Tat darum, der Quote irgendwie auch aufzuzeigen, zu sagen, was für Vorteile sie auch insgesamt in der Partei hat, weil wir damit auch mehr Frauen Wählerinnen werben wollen. Ich möchte gerne noch mit einem Missverständnis aufräumen. Es ist nicht so, Monika, weil du es gerade gesagt hast, wir stehen überhaupt nicht im Widerspruch zueinander. Also ganz viele aus dieser Arbeitsgruppe unterstützen auch den Antrag aus NRW. Wir wollen auch in der Satzung, wir haben ja in der Satzung schon eine Quote und wir wollen gerne auch diese Ausnahmen abschaffen. Aber es geht uns in diesem Konzept jetzt um die Umsetzung der Satzung. Und da wäre es ein riesiger Erfolg, wenn wir in einem Jahr von jetzt 2/3 auf zum Beispiel 30% kommen würden und im nächsten Jahr dann nochmal den Anteil halbieren würden, der Kreisverbände, die nicht quotiert sind. In Baden-Württemberg, da kann Sibylle sich ja nochmal vielleicht mindestens ein Lied von singen, wird 89% aller Kreisverbände nicht quotiert. Also wir kommen ja von einer riesigen Menge nicht quotierter Kreisverbände, von der wollen wir runterkommen. Und es steht im Konzept auch drin, dass in den Landesverbänden auch ihre Konzepte erarbeitet werden,
wo dann auch nachgeprüft wird. Und da möchte ich gerne mal, weil Stefanie hier kurz vor mir gerade geredet hat, die ist die Gleichstellungsbeauftragte in Sachsen. Sachsen ist ein Landesverband, der eine Quote oder einen Anteil von nicht quotierten Kreisverbänden von 19% hat. Das ist von allen der geringste Anteil, außer die Landesverbände, die Bundesländer Hamburg, Bremen und Saarland, die komplett quotierte Kreisverbände haben. Und dann ist Sachsen, und Stefanie hat uns darüber berichtet, dass sie sich richtig darum kümmert. Da kümmert sich der Landesvorstand darum und fragt nach, warum habt ihr nicht quotiert gewählt? Liegt ein Ausnahmebeschluss bei euch vor? Was sind die Gründe? Und diskutiert und argumentiert und nervt und quält die so lange, bis sich dort etwas ändert. Und deswegen denke ich, haben wir eine Chance. Es wäre wirklich schon großartig, wenn wir in einem Jahr auf die Hälfte reduzieren können bei den nicht quotierten Kreisverbänden und in 2 Jahren auf ein Viertel. Ich wage es kaum zu hoffen, das wäre eine gigantische Entwicklung. Rosa Thiel, Landesverband Berlin. Also ich bin auch für den Vorschlag, also für den Satzungsänderungsvorschlag aus NRW. Und dieses, was ihr sagt mit den 15%, dieses Erwarten, sagtet ihr, glaube ich, wenn man da fordern schreiben würde und vielleicht eine Ergänzung, wenn das in 2 Jahren nicht passiert, dass dann die Unbesetzten, oder dass wir dann fordern, dass die unbesetzten Stellen tatsächlich frei bleiben. Das wäre doch dann vielleicht ein bisschen Ergänzung dazu. Und dann, nein, in diesem Papier, habe ich gesagt. Und dann möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, in diesem Papier, das im Bundesausschuss debattiert wurde, besteht ja auch die Forderung, das Feministische rauszunehmen. Und wenn solche Ansätze schon sind, dann sollten wir mal ganz stark nachdenken. Jetzt ist die baden-württembergische Ehre doch angegriffen. Ich habe nur eine Information an euch. Wenn ihr in dem Papier die Seite 6 aufschlagt, bitte, Baden-Württemberg, da steht Vorsitzende, Anzahl Vorsitzende, ein Mann. Das ist falsch. Wir sind 6 Landessprecherinnen, alle 6 gleichberechtigt, 3 Frauen und 3 Männer nach unserer Satzung. Ich bitte, das zu korrigieren. Also ganz so schlimm ist mit mir nun nicht. Das hätten wir auch nie gedacht, Herr Bülle. Aber gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja, also eine Sache, ich bin schon für Quote. Das ist klar. Die Theorie ist eine und die Realität ist die andere. Das erleben wir jedes Mal, wenn eine Frau sich wählen lässt, dann kommen die männlichen Genossen. Teilweise, es ist sehr traurig, leider muss ich sagen, auch Frauen, die sich in der Gruppe bilden und gegenseitig kämpfen. Und das soll bitte aufhören. Ich wünsche mir, wir sind schon fortschrittlich. Die Linkspartei macht das ganz viele gute Arbeit. Lass unsere Traum weiterführen und miteinander anders umgehen, menschlich. Es ist manchmal ein Problem, auch Frauen, das untereinander sich fertig machen. Hören Sie mal bitte auf. Hier ist ein Botschaft, lassen wir es so, ein bisschen Harmonie, ich bedanke mich. Wir machen jetzt eine ganz elegante Überleitung. Elke hatte sich nämlich hier oben vom Podium noch gemeldet dazu und kann dann direkt im Anschluss daran den Bericht geben zu der Arbeitsgruppe für Entwürfe zu einer neuen Frauenstruktur oder zu einer Frauenstruktur der Linken. Wenn ihr da keinen Einspruch habt, würde ich sagen, wir setzen unsere Debatte dann jetzt sofort. Also ich möchte auch eigentlich das jetzt beantragen, Ulrike, das, was viele Rednerinnen gesagt haben. Ich bin ja von dieser NRW und dass dieser Antrag zumindest erwähnt wird, dass wir das nicht verabschieden können, weil es eine Satzungsänderung ist mir klar. Aber es sollte doch erwähnt werden, ich sage mal so, als ein wichtiger Schritt und so in die Richtung, dass wir diese unquotierten Vorstände abbauen. Sehen wir an, ne? die Streichung des Ausnahmeparagrafen 27. So, so sollten wir das haben. Hier und auch beim Rechtsanwalt durchführen, ist eine andere Sache. Das wäre jetzt ein Antrag, den wir abstimmen in das Konzept. In das Konzept. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Ich finde, also ich unterstütze den Antrag aus NRW selber auch. Also da sind wir ja ganz auf einer Linie.
Ich denke, wir sollten das, was Elke jetzt gesagt hat, vielleicht als ein Votum dieser Konferenz einfach beschließen. Für sich, unabhängig jetzt hiervon, weil das wäre ja noch viel weiter gehen, wenn die Konferenz sich hinter diesen Antrag von NRW stellen würde. Das würde ja dann auf den Satzungsparteitag auch kommen. Während hier ja dieses Konzept setzt auf an der bestehenden Satzung und orientiert aber auf eine vollständige Quote, und das wird ja auch sehr deutlich. Ich habe die Formulierung in den Kopf, ich weiß nicht, ob Claudia sie gerade parat hat. Wir haben das sehr deutlich jetzt reingeschrieben. Wir erwarten und setzen voraus, dass die Quote also hundertprozentig erfüllt wird. Auf dem Weg dahin, kommt dann das, was hier drin steht. Also ich glaube, der Wille ist hier ja überhaupt im Saal unbestritten. Deshalb mein Vorschlag, macht da einen eigenständigen Punkt von. Dann stimmen wir das hier ab und verabschieden das. Und dann haben wir da auch diese Willenserklärung der Konferenz. Marianne, ich würde dich jetzt, ich möchte gerne noch zu Ende kommen heute Abend und nicht, dass alle wegrennen. Von daher würde ich dich bitten, ganz kurz. Ich würde auch gerne zu Ende kommen heute Abend, aber hier ist offensichtlich ein Konflikt, der ziemlich tiefgreifend ist. Und ich glaube, wir sollten mal versuchen, klarzukriegen, warum es so einen Widerstand dagegen gibt, das in dieses Papier reinzuschreiben, wenn es einen greifbaren Grund gibt, einen strategischen, einen taktischen, einen Erfolgsgrund, dann benennt den bitte. Also ich bin gerne dafür zu sagen, wenn ihr das Papier damit für gefährdet betrachtet, dass da drinnen stehen würde, oder wenn es einen anderen Grund gibt, mit dem wir sagen, lasst es uns bitte in dieses Papier nicht reinschreiben, dann bin ich gerne darüber nachzudenken. Also ich möchte einen Vorschlag machen, einen Verfahrensvorschlag. Lass es mich bitte zu Ende bringen. So wie wir es gerade diskutieren, finde ich es nicht zielführend. Und ich fand Elkes Vorschlag ziemlich gut und wüsste gern, was dagegen spricht. Und wir können ja trotzdem von dieser Veranstaltung hier genau diesen Appell rausgeben. Also das im Prinzip doppelt nehmen und damit stärker machen. Also ich möchte nochmal das aufgreifen, was vorhin schon gesagt worden ist. Also die Abschaffung des Ausnahmezustandes, Ausnahmetatbestandes da. Das ist natürlich eine Satzungsänderung. Diese Satzungsänderung können wir jetzt abstimmen, dass wir sie unterstützen, so wie Ulrike es gerade vorgeschlagen hat. Und dann würde sie im Namen der Bundesfrauenkonferenz eingereicht auf den nächsten Parteitag, wo die Satzungsänderung dann beschlossen werden. Das wäre die eine Frage, die ich an euch stellen würde. Die zweite wäre nochmal die nach der Unterstützung des vorliegenden Konzepts zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit, sodass tatsächlich mit dem Votum der Bundesfrauenkonferenz das Konzept in den Parteivorstand zur endgültigen Beschlussfassung eingehen kann. Das geht so. Ich möchte, bitte, ich, Marianne. Ich möchte nicht die Stimmung verderben, aber das, was du gerade gemacht ja. hast, entspricht nicht dem, was der Saal gerade gesagt hat. Okay, dann stimme ich, ich lasse das jetzt einfach alternativ abstimmen. Okay. Wer möchte, dass der Satz Abschaffung des 25-prozentigen Ausnahmetatbestandes zur Quotierung von Kreisvorständen in das Konzept zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit aufgenommen wird. Diejenige bitte ich jetzt um das Handzeichen. So. Wer ist dagegen? Das sind einige wenige Gegenstimmen. Damit sollte Ulrike den Satz aufnehmen. In das Konzept. Also, meine Damen, hier oben auf dem Podium. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Wir haben jetzt gerade abgestimmt, dass der Satz, den Marianne gesagt hat, nämlich die Abschaffung des Ausnahmetatbestandes von 5, also Quotierung und nun, dass der aufgenommen wird, also der NRW-Antrag soll aufgenommen werden in das Konzept zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit. Wer das unterstützt, den hatte ich um das Handzeichen gebeten.
Ach so, ja. Das hätte aber den Kohl jetzt auch nicht fett gemacht, weil es war eine überwältigende Mehrheit von Frauen, die das so wollten. So, jetzt bitte ich euch aber nochmal insgesamt um euer Handzeichen für die Unterstützung dieses Konzeptes, damit es in den Parteivorstand dann eingebracht werden kann. Also, wer von euch ist dafür, dass das so eingebracht wird? Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Bei einigen Enthaltungen seid ihr jetzt beauftragt mit dem Votum der Bundesfrauenkonferenz, das so mit dem Parteivorstand zur Beschlussfassung vorzulegen. Dann bedanke ich mich, weil ich sehe das auch als Unterstützung für unsere Debatte im Parteivorstand. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden zu Weihnachten alle ein Weihnachtsgeschenk haben, nämlich dass diese, das Konzept für die Herstellung für Geschlechtergerechtigkeit, ihr seht, das ist ein langes Wort, dass wir das dann auch umgesetzt, also dass wir es auf den Weg gebracht haben. Dankeschön.